Und damit, meine Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zum 17. Kampf der GPL. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, tut mir leid. Es ist gerade 10 Uhr, in 2 Stunden muss der Kampf oben sein. Ja, ich hab's ein bisschen verpennt. Terraria ist schuld. Ja, gegen den lieben Rigi Bang und seine Lucha Libres. Wie wir sehen können, habe ich Donphan dabei. Das ist mein physisch-defensives Donphan. Mega Bibur, mein speziell-defensives Mandibuzz. Mein Standard Assault Vest Lasso King. Mein Choice Scarf Skelabra und mein Expert Belt Zaplarang. Bei ihm sehen wir Fortress, Gengar, Sylveon, Landorus T, Mega Absol und Aquana. Ich mag sein Team nicht, speziell nicht nachdem das Subka mein Sylveon mich neulich so ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber hey, die Chancen stehen nicht allzu schlecht, dass wir dagegen was machen können. Wir haben Toxin auf unserem Grifeldis, genau, Grifeldis, Mandibuzz. Und wir haben immer noch, Entschuldigung, den Gift-Typ von Mega Bibur. Also, fangen wir an. Ja, ich kommentiere das Ganze wieder nach, aufgrund von Terraria, sag ich mal. Ist eine längere Geschichte. Auf jeden Fall leaden wir mit Wheelie. Er readet das und leadet mit Drift Zeppeli. Seinem Aquana. Ich wechsle hier aus, weil ich weiß, nein, das möchte ich nicht drinnen lassen. Wechsle stattdessen in Elizabeth, denn solange er kein Toxin hat, kann er gegen mich nichts machen. Dann gehe ich auf Siedewasser und ich denke mir nur, okay, bekomme keinen Burn und alles ist gut. Er kriegt keinen Burn. Alles klar, er scoutet jetzt, was wir machen wollen mit dem Schutzschild. Und ich bin hier auf den Eisstrahl gegangen, weil der Eisstrahl alles von ihm relativ gut trifft. Ich habe hier jetzt aber gedacht, okay, vielleicht prediktet er den Eisbeam. Deswegen bin ich hier jetzt auf den Psychoschock gegangen, aber anscheinend prediktet er den Psychoschock und wechselt in sein Chaos. Hat mir nicht gefallen, deswegen wechsle ich direkt aus, wechsle wieder aus in Donphan, denn Donphan sollte alles, was er macht, abfangen können, speziell wenn wir noch Sturdy haben. Er mega entwickelt sich hier und das sagt, denn ich kann jetzt keine Tarnsteine rauslegen. Solange dieses Ding lebt, ist es sehr, sehr risikoreich, die Tarnsteine zu benutzen. Er geht auf Abschlag. Ja, macht mir mehr Schaden, als mir lieb ist, aber hey, ist alles in Ordnung. Er wechselt hier aus, und das fand ich sehr interessant, schickt Tim van Walnut rein. Und ich gehe hier aufs Felsgrab, um ihn zu verlangsamen. Und hier, glaube ich, hat er was falsch gedacht. Denn er geht, ich wollte hier Rocks tauschen, ich glaube, er hat gedacht, ich bin mein Set mit Firefang. Und wechselt deswegen raus in sein Aquana. Dadurch bekomme ich 3D Stealth Rocks ab, was unglaublich gut für uns ist. Ich kann hier jetzt Cable reinschicken, denn ein Siedewasser, selbst wenn ich keine Assault Vest trage, von so einem Aquana, wird mir nicht viel Schaden machen. Er kriegt nicht den Burn, das freut mich. Schutzschild kommt hier durch, während ich auf Abschlag gegangen bin. Und hier geht er jetzt auf den Wish. Ich glaube, ich bin hier auf U-Turn gegangen. Wäre ich hier auf Kreuzdonner gegangen, hätte ich es höchstwahrscheinlich rausgenommen. Aber, ja, damit, wobei, wir vollen HP, vielleicht nicht. Damit habe ich nicht gerechnet, ich dachte, er switcht hier einfach gegen Gym the Night. Denn er kann gegen Gym the Night nichts machen. Und ich bin so oder so schneller als er. Das heißt, er kann nichts machen, er könnte mich natürlich immer noch angreifen. Aber ich bin schneller als er, das heißt, ich müsste nicht mal in der ersten Runde protecten, um mit U-Turn anzugreifen. Was auch genau das ist, was ich tue. Er schickt 2D Gong rein. Der Name hat übrigens tatsächlich einen vernünftigen Ursprung. Ich glaube, das ist ein chinesischer Erdgott oder so, ein chinesischer oder japanischer Erdgott, irgendwie sowas. Auf jeden Fall mache ich hier die Mega-Entwicklung und habe direkt ge-U-Turned. Und wir können mal sehen, selbst mit minus 1 macht U-Turn immer noch guten Damage. Was mir nur leider nicht viel bringt, denn sein Wish kommt gleich durch. Glaube ich. Ich glaube, das war hier, wo sein Wish einfach durchkommt. Ja, ich gehe hier auf Elizabeth, denn ich kann ihn mit Siedewasser one-shotten. Und er kann mich nicht one-shotten. Höchstens, wenn er ein Choice Band trägt, aber okay, das hätte mich sehr verwundert. Da man entweder Choice Scarf oder noch eher die Earthblade spielt. Er geht hier aber auf U-Turn, wechselt aus, schickt Särgen in den Kampf. Und hier dachte ich mir nur, okay, bitte sei kein Sub-Calm-Mindset. Denn das größte Problem, was dieses Ding ist, wobei Sub-Calm-Mind wäre mir vielleicht noch lieber gewesen. Denn das Ding mit Choice Bags kann alles von mir one-shotten, so ziemlich. Und das ist nicht gut. Deswegen
hier schicke ich jetzt Grifeldis raus und hier wollte ich gucken, ob es gechoiced Specs ist oder nicht. Denn wenn ja, one-shottet es mich, wenn nicht, überlebe ich's. Aber natürlich kriegt er einen Crit. Und jetzt weiß ich nicht, was für ein Item er trägt. Und das kotzt mich ganz schön an. Ich kann hier nur darauf bauen, dass Mega Beaver schneller ist und ihn mit einem Gift-Heap one-shotten kann. Aber ich glaube, hier habe ich tatsächlich seinen Switch predicted und bin einfach auf U-Turn gegangen. Ja, hier bin ich einfach auf U-Turn gegangen. War riskant, ich weiß, aber hey. No risk, no win und so. Nehme Schaden durch den Bonnie-Helm, aber okay, damit kann ich leben. Und gehe hier jetzt in Cable und hier hat er jetzt ein bisschen gebraucht, um seinen Zug zu machen. Vermutlich hat er Speed-Tiers gecheckt und was für Angriffe ich haben kann. Aber ich habe tatsächlich den Feuerschlag und kann ihn damit rausnehmen. Das bedeutet, er kann keine Stealth-Rocks rauslegen und selber keine Stealth-Rocks mehr wegspillen. Was mich natürlich sehr, sehr freut. Interessanterweise wollte ich vor dem Match eigentlich Feuerschlag durch Ice-Heap ersetzen, aber aus irgendeinem Grund erlernt Cable kein Ice-Heap. Jedenfalls steht er jetzt Särgen rein. Und an dieser Stelle hätte ich nicht Donphan opfern sollen. Donphan zu opfern war eine dumme Idee. Mein Gedanke war, ich brauche Zaplarang noch für Aquana. Aber Donphan wäre einfach viel wichtiger gewesen für das Mega-Absol. Und das verliert mir hier fast schon den Kampf. Hier schicke ich Gym Night rein und gehe einfach auf den Gift-Heap, denn er hat kein Stahl-Pokémon mehr. Und ja, Gripsjagd. Er hat kein Stahl-Pokémon mehr, das er rausgehen kann. Wodurch ich das Felinare jetzt loswerde. Er schickt hier wieder Chaos rein und ja, ab jetzt. Tiefschlag. Genau deswegen hätte ich Donphan gebraucht. Donphan, das Ding hätte Donphan nicht viel anhaben können. Donphan wäre super gewesen, um es dagegen reinzuschicken, aber jetzt kann ich nichts mehr machen. Ist entweder schneller als ich oder das, was von ihm outspeedet wird, kann er mit einem Tiefschlag one-shotten. War dumm gespielt von mir mit Donphan. Und ja, ich glaube, das ist jetzt unser vierter Lose hintereinander oder so. Aber hey, was soll's. Ihr wächst nicht aus, weil ich mir dachte, hey, ich kann Tiefschlag überleben, wenn ich volle HP habe. Aber ich bin langsamer und deswegen kann er einfach Abschlag benutzen, deswegen ist das ziemlich egal. Aber wir stehen immer noch nicht so schlecht wie eine gewisse andere Person in der Liga. Und nein, ich habe nichts gegen diese Person. Du weißt, ich hab dich lieb, Fnooper. Oder Capgolord, je nachdem. Dein neuer Kanal ist Capgolord. Ja, damit geht auch Elizabeth down und das war, glaube ich, der letzte Turn. Ja, das war mein letztes Mon. Und dann würde ich sagen, ziemlich schade, war ein dummer Fehler, an dieser Stelle Donphan zu opfern. Denn ich muss sagen, ich habe noch nie, ich glaube, ich habe seit Oras noch nicht einmal gegen einen Mega-Absol gekämpft. Deswegen hatte ich völlig verdrängt, dass das Ding Tiefschlag hat. Aber gut, man lernt nicht aus. Dann würde ich sagen, wenn euch der Kampf gefallen hat, dann bitte abonnieren, kommentieren und gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.